Es ist die Geschichte eines Pharaos, der seinen Namen ändert. Aus Amenhotep dem IV. Wird zwischen dem 4. und 5. Jahr seiner Herrschaft Echnaton. Das genaue Datum ist unklar, doch es muss irgendwann im 14. Jahrhundert vor Christus gewesen sein. Er ändert seinen Namen, weil er nun einen anderen Gott verehrt. Amenhotep bedeutet, Amun ist zufrieden. Echnaton heißt, der Aton dient. Amun ist der König der Götter, der verborgene, unsichtbare Gott. Der neue Gott Aton erscheint als Sonnenscheibe, für alle sichtbar. Sein Licht spendet Leben auf der Erde. Echnaton bezeichnet also einen Bruch. Einen Bruch, der als revolutionär gelten kann. Denn hier wird das alte Glaubenssystem regelrecht aus den Angeln gehoben. Und genau dafür steht heute der Name Echnaton, für diesen entscheidenden Moment in der Menschheitsgeschichte, der aus heutiger Sicht den Beginn des Monotheismus markiert. Wir, die modernen Menschen, haben Echnaton gerade erst kennengelernt. Auf die Frage, wie alt ist Echnaton, könnte die provokante Antwort lauten: noch keine 170 Jahre. Denn erst Mitte des 19. Jahrhunderts wird Echnaton im Bewusstsein der Wissenschaftler geboren. 1856 gräbt der deutsche Sprachforscher und Archäologe Karl Richard Lepsius den vergessenen Pharao buchstäblich wieder aus. 1884 kopiert der französische Ägyptologe Urbain Bourrion den großen Aton-Hymnus, der die Vorlage für den Bibelpsalm 104 gewesen sein soll. 1887 werden mehrere hundert Tontafeln entdeckt, die sogenannten Amarna-Briefe, eines der ältesten erhaltenen Archive überhaupt. 1912 schließlich der sensationelle Fund der Büste der Nofretete, Königin Ägyptens und Gemahlin von Echnaton. Es ist die Archäologie, die hier Geschichte schreibt. Es ist die Archäologie, die in gewisser Weise Mitte des 19. Jahrhunderts den vergessenen Pharao neu erfindet. Dabei scheint es, als würde in Ägypten das Auslöschen von Spuren mehr Erinnerungen hinterlassen als das eigentliche Ereignis. Wie ist dieses Paradoxon zu verstehen? Nun, nehmen wir die neue Hauptstadt, die Echnaton 1348 vor Christus in einem Wüstengebiet erbauen lässt und die bereits 30 Jahre später wieder aufgegeben wird. Bei der Entdeckung dieser Stadt Achet Aton, Mitte des 19. Jahrhunderts, stoßen die Archäologen direkt auf das Erbe der alten Ägypter. Sie müssen nicht erst die später darüber errichtete hellenistische, römische oder islamische Anlage rekonstruieren. Kurz, die rasche Aufgabe der Stadt trägt, wenngleich nicht zu ihrem Erhalt, so doch zu ihrer Lesbarkeit bei. Und dieses Paradoxon finden wir auch im kulturellen Gedächtnis, denn die Ägypter wollten Echnaton vergessen. Mehr als vergessen, sie wollten ihn aus ihrer Erinnerung löschen. Und zwar auf ähnlich radikale Weise, wie Echnaton vorher ihre kultische Welt verändern wollte. Und dieses, nennen wir es Trauma, hat viele Spuren hinterlassen. Echnaton regiert irgendwann zwischen 1358 und 1336 vor Christus. Und zwar nur etwa 17 Jahre. Das ist nicht mal 1% der mehr als 3000 Jahre, die das sogenannte alte Ägypten umspannt. Eine Zeit, die herkömmlicherweise in mehrere Dynastien und große Perioden unterteilt wird. Das alte, das mittlere und das neue Reich. Echnatons kurze Regierungszeit fällt derart aus dem Rahmen, dass, als 50 Jahre nach seinem Tod die Königsliste von Abydos in eine Wand gemeißelt wird, sein Name und der seines Sohnes Tutanchamun fehlen. Sie werden aus dem offiziellen Gedächtnis verbannt und gelten nicht mehr als legitime Vorgänger. Ce temps qu'on a voulu oublier,
Ausgerechnet die Zeit, die die Ägypter vergessen wollten, weil sie so anders war als die der ruhmreichen ägyptischen Dynastien. Diese Zeit ist tief in unserer modernen Vorstellung des alten Ägyptens verankert. Warum? Weil Echnaton in Wahrheit gar kein so einzigartiger Pharao war, wie es immer behauptet wird. Gerade weil sie vom üblichen Gang der ägyptischen Dynastien abweicht, hilft uns Echnatons Regentschaft, das wahre Fundament der pharaonischen Macht zu verstehen. Echnaton ist der Erbe der Thutmosiden-Dynastie, mit der das neue Reich beginnt und deren Hoheitsgebiet sich im Süden bis nach Nubien erstreckt und im Norden einen Teil der Levante umfasst, den heutigen Libanon. Theben ist das politische und religiöse Zentrum. Dort, in der Tempelanlage von Karnak, wird der Gott Amun verehrt. Echnatons Vater Amenophis III. Lässt die Gottesstatue regelmäßig aus dem Tempel holen und in großen Prozessionen feiern, die den ägyptischen Kalender bestimmen. Amun verbindet sich mit dem Sonnengott Re zu einer synkretistischen Form, deren Kult solarisiert wird. Echnaton bringt diesen Sonnenkult zur Vollendung. Allem Anschein zum Trotz ist er also kein Revolutionär, sondern steht in der Tradition des thutmosidischen Imperialismus. Denn der Aton-Kult verstärkt die Tendenz zur Vergottung des Staates. Er sagt seinem Volk, dass er, der Pharao, das Monopol auf die Beziehung zu Gott hat. Und das funktioniert umso besser, wenn dieser Gott kein verborgener Gott ist, sondern ein Gott, den alle sehen können. Der Sonnengott, die Sonnenscheibe. Die Zeit Echnatons nimmt auch in der Kunst eine Sonderstellung ein. Die bestehende Formenwelt wird aufgelöst. Körper und Gesichtszüge sind nun expressionistisch überzeichnet. Langgezogene Schädel, Überbiss, massige Schenkel, breite Hüften. Die Silhouette des Pharaos wird weiblicher. Die Kunst Echnatons ist androgyn. Er selbst wird individualisiert. Echnaton präsentiert sich mit seiner Familie unter den strahlen und schützenden allgegenwärtigen Händen Atons. Und wieder ein Paradoxon. Was wie Szenen aus dem Alltag des Königspaars mit seinen Kindern aussieht, ist in Wahrheit eine Ikonografie der politischen und moralischen Macht. Der Pharao ist der Hohepriester, der über die Rituale für den Gott Aton entscheidet. Er ist und bleibt sein einziger Bote. Diese Ikonografie des Echnaton zeigt, dass, während die Sonne für alle scheint, er der einzige Mensch ist, der ihre Strahlen einfangen und daraus eine allgemeine Richtung ableiten kann. Zu Beginn von Echnatons Herrschaft ist der Schöpfergott Amun der König der Götter. Er steuert die göttliche Barke, ein buntes Pantheon aus weiblichen und männlichen, zoomorphen und anthropomorphen Gottheiten, die natürliche wie übernatürliche Kräfte, kosmogonische wie abstrakte Prinzipien verkörpern. Es gibt lokale Gottheiten und fremde Gottheiten. Das Konzept einer falschen Religion existiert nicht. In diesem polytheistischen System können fremde und lokale Götter miteinander verschmolzen werden. Im Polytheismus hat jeder seine eigenen Götter, aber niemand spricht dem anderen seine Götter ab. Und wem die Götter der anderen gefallen, kann sie übernehmen und in seine Kulte einführen. Im Grunde ist die Geschichte des Polytheismus eine Geschichte der Übertragung. Echnaton setzt diesem fließenden Austausch ein Ende und verkündet die Herrschaft eines einzigen höchsten Gottes. Der Kult des Aton führt zur Verdrängung der anderen Götter.
In ganz Ägypten wird der Name Amun getilgt. Jahrhundertealte Praktiken verschwinden. Unter Echnaton werden die Tempel geschlossen, die Prozessionen eingestellt, die Kulte verboten. Die Priesterschaft läuft zweifellos Sturm, denn die Priester des alten Ägyptens glauben oder wollen Glauben machen, dass die Beständigkeit der Riten ein Garant ist für die kosmische Ordnung. Und darin besteht die historische, politische und religiöse Prüfung, die Echnaton der ägyptischen Geschichte auferlegt. Der Monotheismus ist ein System, das die Existenz anderer Götter ausschließt. Um die Hohepriester des Amun-Kultes zu entmachten, lässt Echnaton seine heilige Stadt Achet-Aton erbauen. Auf halbem Weg zwischen den beiden großen ägyptischen Zentren Memphis und Theben. Die archäologische Stätte trägt den Namen Tell el-Amarna, kurz Amarna. Ein Gebirgszug im Nordosten von Achet-Aton diente als natürlicher Schutzwall. 14 in den Fels gehauene Stelen markierten die Grenzen dieses heiligen Gebiets. Ihre Inschriften erzählen von der Gründung der Stadt und den religiösen und politischen Ideen Echnatons. Ägyptologen haben die neue Hauptstadt, die entlang einer Nord-Süd-Achse angeordnet war, am Computer rekonstruiert. Die Tempel waren nicht überdacht, die Opfergaben wurden Aton unter freiem Himmel dargeboten, in einer linearen Abfolge von Höfen, in die die Sonne hineinschien. Es ist eine Stadt der Inszenierung, eine Stadt, die den Pharao und seinen Hofstaat in feierlichen Aton-Prozessionen majestätisch in Szene setzt. Und dieser Prozessionsweg von Nord nach Süd ist sozusagen das Rückgrat der Stadt. Der Pharao und sein Hofstaat sind buchstäblich eingesperrt in diesem zeremoniellen Raum des Aton-Kults. Aber betrieben wirklich alle Bewohner von Achet-Aton diesen Kult? Ausgrabungen der Wohnhäuser am Stadtrand haben enthüllt, dass die Arbeiter, die Stadt zu Ehren Atons erbauten, zu Hause weiter heimlich den Gott Amun verehrten. Das heißt, die neue Religion ist eigentlich die Religion des Pharaos. Es ist die Religion der Eliten, der Regierung. Und vielleicht erfolgte der Bruch zu schnell, um die alten Kulte der Menschen nachhaltig zu erschüttern. Im 19. Jahrhundert wird in den Ruinen dieser neuen Hauptstadt ein außergewöhnlicher archäologischer Fund gemacht. Die sogenannten Amarna-Briefe, verfasst in einer mesopotamischen Sprache. Was ist das, die Amarna-Briefe? Es handelt sich um Tontafeln, die von Schreibern mit Keilschrift beschrieben wurden, in einer Sprache, die nicht die ihre war. Akkadisch war eine Amtssprache. Die Briefe sind eine Korrespondenz der Diplomatie. Die 382 Tafeln bilden eines der ältesten zusammenhängenden Archive der Menschheitsgeschichte. Sie lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: die Korrespondenz mit Großmächten und die mit Vasallen. Mit den gleichrangigen Königen, etwa den Herrschern von Babylonien oder des Hethiterreichs, tauscht der Pharao Frauen und diplomatische Geschenke aus. Die Vasallenkorrespondenz dagegen zeugt vom Einflussbereich des Ägyptischen Reichs. Der reicht von Nubien im Süden bis zum heutigen Libanon und Syrien im Norden. Erwähnt werden die Könige von Byblos, von Tyros, von Gaza und, es ist die erste Erwähnung dieses Namens, von Jerusalem. In Amarna stehen wir also vor dem archäologischen Paradoxon, dass die Bedingungen der Zerstörung zur Konservierung von Dokumenten beitragen. Dies wird umso deutlicher, wenn wir das Schicksal der Talatat betrachten.
Um die neue Stadt in Rekordzeit hochziehen zu können, erfanden die Baumeister von Achet-Aton ein spezifisches Baumaterial. Handliche, standardisierte Steinblöcke, die sogenannten Talatat. Talatat stammt vom arabischen Wort für drei, denn die Blöcke sind drei Handspannen lang, sprich eine ägyptische Elle oder 52 Zentimeter. Einfach zu verbauen, aber auch abzubrechen, wurden Hunderttausende dieser reich dekorierten Steine nach Echnatons Tod in anderen Bauten wiederverwendet. Seit anderthalb Jahrhunderten versuchen Ägyptologen in mühsamer Puzzlearbeit, sie zuzuordnen. Die Wiederverwendung ist typisch für das alte Ägypten, wie uns Marc Gabold erklärt. Er ist Experte für die Amarna-Zeit. Viele ägyptische Könige ließen die Bauwerke ihrer Vorgänger zerstören. Und zwar nicht unbedingt, um ihr Andenken auszulöschen. Echnatons Vater, Amenophis III. Zum Beispiel, ließ einen Großteil der Bauten seiner Vorgänger zerstören und die Steine in seinen eigenen Pylonen verbauen, was sie gerettet hat, weil viele Talatat aus Kalkstein waren. Wären die Bauten nicht abgerissen worden, wären sie wahrscheinlich in der römischen oder der koptischen Epoche zerfallen. Echnaton ließ große Mengen dieser Steinblöcke herstellen und 4-5 Jahre nach seinem Tod wurde begonnen, sie abzubrechen und wieder zu verwenden. In drei Pylonen des Karnak-Tempels wurde Füllmaterial aus Talatat gefunden, die durch ihre Wiederverwendung für die Nachwelt gerettet wurden. In dieser Ikonografie der Echnaton-Zeit gibt es zahlreiche Details, die uns etwas über das Alltagsleben damals verraten. Das Ende der Herrschaft Echnatons liegt im Dunkeln. Die Umstände und das genaue Datum seines Todes sind unbekannt. Wir wissen lediglich, dass ab dem 12. Jahr seiner Regentschaft nacheinander drei seiner Töchter, seine Mutter, die Königin Theje, und seine Frau Nofretete sterben, bevor er ihnen 5 Jahre später nachfolgt. Bald darauf beginnt eine Politik des Vergessens, mit dem Ziel, sämtliche Spuren des heretischen Pharaos auszulöschen. Echnatons Name und sein Antlitz werden von seinen Nachfolgern getilgt, sein Andenken regelrecht ausradiert. Als im 19. Jahrhundert Echnatons Grab in Amarna entdeckt wird, ist es leer. Doch 1907 finden Archäologen unweit von Theben im Tal der Könige ein Grab, das einen vergoldeten Holzsarg enthält. Das Gesicht darauf ist zerstört. Die königlichen Namen wurden entfernt. Die Mumie im Inneren ist stark beschädigt. Es ist das Skelett eines Mannes. Die Inschriften zeigen eindeutig, dass dieser Sarg nicht für Echnaton gedacht war, sondern später für ihn umgearbeitet wurde. Ursprünglich gehörte er einer seiner Nebenfrauen. Anstelle des Frauennamens wurde Echnatons Name eingesetzt. Bereits in der Antike drangen Ägypter in das Grab ein und anonymisierten den Sarg. Es handelte sich nicht um eine Plünderung. Das ganze Gold ist noch da. Das hätten Grabräuber nie zurückgelassen. Echnatons Sohn Tutanchamun nahm die Mumie seines Vaters also vermutlich aus Amarna mit in die alte Hauptstadt Theben, wo er den Amun-Kult wieder einführte. In diesem Szenario endet die Geschichte, wie sie begonnen hat, mit einer Namensänderung. Aus Tutanchaton, lebendes Abbild des Aton, wird Tutanchamun, lebendes Abbild des Amun. Tutanchamun ist der Pharao, der die Rückkehr, die Rache Amuns feiert, der das Dekret zur Restauration des Amun-Kults erlässt und der die Regentschaft Echnatons, der wieder zu Amenhotep IV. Wird, als eine Zeit der Anarchie und der Ketzerei beschreibt. Und was geschah sonst noch in der Welt? Ein tiefgreifender geopolitischer Wandel schwächt die Macht der Pharaonen. Im Norden, in Anatolien, untergräbt der Aufstieg des Hethiterreichs die ägyptischen Bündnisse in der Levante.
Ägypten verliert nach und nach die Kontrolle über seine syrischen Provinzen. In Zentralafrika kündet die Ausbreitung der Bantu von der Dynamik der Metallkultur, die die Gesellschaften Ende der mittleren Bronzezeit erfasst. Das gilt auch für Westeuropa, wo die Urnenfelderkultur aufkommt. Oder für die mediterrane Welt, wo sie monumentalere Formen annimmt. Wie in Griechenland, wo die mykenische Kultur im 14. Jahrhundert vor Christus mit der Errichtung der Zyklopenmauern ihren Höhepunkt erreicht. Während Echnaton aus der ägyptischen Geschichte fast verschwunden war, ist er in unserer bis heute präsent. Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, macht ihn 1939 mit seiner Studie »Der Mann Moses und die monotheistische Religion« zu einem großen modernen Mythos. Aber was hat Freud mit Ägypten zu schaffen? Schwerkrank emigriert er 1939 von Wien nach London, um den Fängen der Nationalsozialisten zu entkommen. Dort beschäftigt er sich mit dem schmerzhaftesten, drängendsten Rätsel seiner Zeit. Warum ziehen die Juden so viel Hass auf sich? Hat der Antisemitismus einen unbewussten Ursprung? Und ist dieser womöglich im Judentum selbst zu finden? Für Freud ist Moses der Mann, der aus Ägypten flieht, um das neue Gesetz zu verkünden. Ein mythischer Aufbruch, den Hollywood-Regisseur Cecil B. DeMille 1923 in mitreißende Bilder gießt. In Die Zehn Gebote wird der Auszug aus Ägypten als Gründungsnarrativ des Monotheismus beschrieben. Vielleicht hat Freud den Film gesehen, doch für ihn ist Moses ein Ägypter, der seine Heimat verliert, als er Jude wird und der Echnatons flüchtige Ahnung an das Volk Israel weitergibt. Freud schreibt, Moses sei gebürtiger Ägypter gewesen und sogar ein Aton-Priester. Darin erkennt er die Verbindung zu Echnaton. Freud bringt die beiden zusammen, auch aufgrund einer Geschichte, die der hellenisierte ägyptische Historiograph Maneto im 3. Jahrhundert vor Christus erzählt. Darin heißt es, unter Echnatons Vater Amenophis III. Führt ein ägyptischer Priester namens Osarsif eine Gruppe von Aussätzigen an, die im Norden des Landes eine Schreckensherrschaft über die Ägypter ausüben. Und dieser Priester nimmt den Namen Moses an. Diese Geschichte zeigt, dass 1000 Jahre nach Echnaton, obwohl seine Herrschaft und sein Name längst vergessen sind, eine Spur, ein Trauma in den Köpfen geblieben ist. Der Ägyptologe Jan Assmann erklärt in seinem 1997 veröffentlichten Buch Moses der Ägypter, diese Legende sei der Schlüssel zur Verbindung zwischen Moses und Echnaton. Jan Assmann nimmt Freuds Hypothese ernst, dass es in der Tat ein Trauma, eine Verdrängung und die Rückkehr des Verdrängten gegeben hat. Und dazwischen liegt die gesamte Geschichte des kulturellen Gedächtnisses. Was hat Echnaton mit Moses zu tun? Diese Frage zu stellen, bedeutet im Grunde nach dem Preis des Monotheismus zu fragen. Welchen Preis hatte der Monotheismus? Die Antwort gibt Cecil B. DeMille 1956 mit der Neuverfilmung von Die Zehn Gebote, einer noch monumentaleren Version als die von 1923. Der Preis ist Gewalt, Intoleranz, die Negierung der Existenz anderer Götter, die Unterscheidung zwischen der einen wahren Religion und allen anderen, die falsch sind. Hier finden wir Freuds Angst wieder. Denn im Kern ist der Antisemitismus ein Komplex aus Hass und Angst angesichts des Monotheismus. Der Antisemitismus ist demnach nicht der Hass auf Juden, sondern die Furcht vor dem Monotheismus. Die wiedererlebte, wiedererinnerte Angst vor dem einzigartigen Trauma aus der Zeit Echnatons. Avec l'histoire d'Akhenaton,
Echnatons Beispiel zeigt, dass die Vorstellungskraft ein starker Motor der Geschichte ist. Und die wechselvolle Geschichte dieser Übertragung von Erinnerung zeigt, dass es in der Geschichtsschreibung nicht nur darum geht, die Rätsel der Vergangenheit zu lösen, sondern dass die Lösung unserer heutigen Rätsel bisweilen in der Vergangenheit zu finden ist.